Das umfangreiche Werk von Wolfgang Holleger hier im Universalmuseum Joanneum in der Neuen Galerie zu zeigen, ist insofern ein großer Auftrag und ein großes Anliegen gewesen, als es schon lange, erst 1985, zuletzt eine derartige Ausstellung gegeben hat, die aber damals nur den jeweiligen aktuellen Werkkörper umfasste. In dieser Retrospektive sehen wir erstmals, für das Werk Holleger überhaupt erstmals, einen Rundumblick von frühen Beginn bis zur letzten Sommer, also für ganz aktuelle Zeit. Hollegers Werk ist ja international gesehen, kunsthistorisch gesehen, ein ausgesprochen monumentales und wichtiges. Man darf nicht vergessen, er hat in der internationalen Entwicklung der 1950er, 60er Jahre in Amerika, in New York unter Clement Greenberg im Rahmen des abstrakten Expressionismus bereits erste und sehr wesentliche Erfolge gefeiert. Somit kann dieses Werk nicht auf eine lokale Situation beschränkt werden, was vielleicht klischeehaft manchmal in der Rezeption der Fall ist, lebt Holleger doch sehr abgeschieden in der Einschicht der Grazer Bergwelt im Norden am Rechberg. Dieser Rückzugsort ist aber weniger ein Rückzugsort, der als eskapistische Bewegung zu sehen ist, sondern mehr der Konzentration und der Laborsituation in Bezug auf die Wahrnehmung der Natur, der Wirklichkeit, der Gegenstände, der Dinge, die uns umgeben und der Wirkungsweisen, Funktionsweisen der Malerei in Bezug auf die Natur, in Bezug auf die Wahrnehmung allgemein. Das ist ja immer wieder das große Thema bei Holleger. Holleger ist ja letztendlich kein abstrakter Maler, kein abstrakter Künstler, sondern er bezieht sich immer auf den Gegenstand. Der Gegenstand ist immer Ausgang seiner künstlerischen Tätigkeit, die dann im Arbeitsprozess näher und näher definiert zu dem, was wir dann auf den Bildern sehen. So entsteht also kein Abbild der Natur, sondern ein Äquivalent zur Natur. Die Malerei entwickelt hier eine Existenzform, eine Realitätsform, die es nur in diesem Medium gibt. Und man kann daher getrost davon sprechen, dass Holleger sozusagen die sichtbare Welt, die Wahrnehmung der sichtbaren Welt in einen Transformationsprozess in das Medium Malerei überführt.